Und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Surviving Mars. So, wir sind gerade dabei, live dabei. Die Megakuppel wird gerade fertig gebaut. Na? Ich bin da mega gespannt drauf gleich. Die sieht eigentlich von den Ausmaßen her, ist die größer, oder? Weil du kannst ja hier noch den inneren Kreis bebauen. Nicht so wie das Wunder hier. Ich meine, hier hast du einen geilen Strand um Wasser. Was definitiv viel, viel besser aussieht, aber hier hast du noch mehr Platz in der Megakuppel. Das wird auch gleich den nächsten Meilenstein freischalten. Was super, super schön ist. Warte, gleich, geht bestimmt gleich los. Meilenstein, gleich, warte. Und? Und? Milestone achieved. We have an Yeah. oxygen shortage. We have a Yeah. water shortage. We Ja. have a power Ja, shortage. ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das habe ich auch noch nicht angeschlossen. Das war ja auch mit Absicht so. Oder reiß mal das Ding weg. Oder die Schule? Wir reißen das weg. Pass auf. Funktioniert auch noch nicht, weil hier fehlt Nahrung. Es ist doch genug da. Warnung, keine Arbeiter. Achso, ja. Okay. Ist klar. Ja, warte mal, zurück. Spezialisierung können sie alle haben. Geschlecht ist mir auch egal. Wir starten mal. Wir brauchen mal ein bisschen was. Warnung, inaktive Schicht. Ach, habe ich das noch gar nicht aktiviert? Ihr habt? Verschwendete Arbeitsplätze. Okay. Okay, Arbeitsplätze haben wir hier immer noch in Massen. Hier ist auch. 128 freie Wohnplätze, 300 freie Wohnplätze. So, das Ding wollten wir ja abreißen. Forschung ist immer noch, ja. Heimatgemeinschaft, Wohngebäude, Upgrade. Genau, für den höheren Service. So, mach mal hin hier. So, warte mal, dann gehen wir hier drauf und dann versuchen wir wieder einen Durchgang zu machen. Sobald das Gebäude hier quasi weg ist. Guck mal. Nun gucke mal einer, guck. So, machen wir das. Achso, der Durchgang muss erst fertig gemacht werden, okay. Nee, warte mal. Wir haben ja da ein bisschen so Freizeit weggemacht, ne? Kunstladen bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Gleich nochmal ein Diner. Eine Sicherheitsstation brauchen wir eigentlich auch nicht. Research complete. Heimatgemeinschaft fertig, okay. Inaktive Schicht. Ja, ist logisch. Hatten wir hier oben nicht auch eine Treibstoffproduktion gehabt? Anscheinend nicht, warte mal. Dann bauen wir hier mal eine Raffinerie hin. So. Damit die hier oben auch Treibstoff haben. Wo ist denn der Transporter, der immer noch hier Polymer klaut? Oder gab es da keinen? Oder haben wir nur noch den Transporter unterwegs, der Metall klaut? Ich
Ich weiß gar nicht, wo ist denn der eigentlich? Hier geht doch noch irgendwo einer, oder? Bin ich gerade blind? Da ist er. Da ist er. Haha, ich hab ihn gefunden. Ist das Ding jetzt automatisch schon mit Dings verbunden denn? Mit Strom und Wasser und all dem Kram? Ah, okay, dann hätte ich mir das hier erspart. Na, dann halt. Ja, gut. Haben wir wieder was dazugelernt, also. Das reicht also quasi als, für Strom und Wasserlinger. Cool! Habe ich echt nicht gewusst. So, machen wir hier noch eine Verbindungsbrücke drüber. Dann machen wir jetzt hier auch noch Arbeitsplätze hin. Warte mal, Nahrung haben wir echt mehr als genug. Elektronik und Dings könnten wir machen. Oder halt, na, pass auf, wir machen mal hier mal eine. So, Maschinenteile. Dann würde ich sagen, wir haben eine Spitze, wir könnten den Verbrauch vom Wasser, wir könnten auch eine richtig böse Klinik hier reinhauen, Sanatorium, Netzwerkknoten, hängende Gärten, Akkulogie bräuchten wir jetzt aber nicht. Okay, dann warten wir noch mit der Spitze. Was ich auch noch machen möchte, wir brauchen kein Hawking. Eine Mars-Universität würde ich aber gerne noch haben. Ja, um einfach nur noch mehr Leute auszubilden. So, hier haben wir auch wieder Tausende von Arbeitsplätzen. Ich hätte ja schon Bock, dass das hier auch noch miteinander verbunden ist, hier irgendwie. Ist das denn überhaupt machbar? Warte mal, wenn ich das hier ansetze. Das geht nicht, ne? Also, weil, ne? Gut, die hätte ich ja fast vergessen. So, dann lande mal bitte schnell. Einer ist arbeitslos. Ich denke mal, das wird sich gleich wieder legen. So, wie sieht's aus mit unserem Wunder? Der Ausgräber könnte man mal bauen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wo packt man den Ausgräber mal hin? New colonists have arrived. Ja. Okay, der sieht schon echt geil aus. Aber hier oben würde ich sagen, oder? Guck mal hier, so betonmäßig. Komm, den packen wir mal hier einfach hin. So mega geil, wie der aussieht. Und das Drohnen hat auch noch voll Griff drüber. Ja, das passt. Der Ausgräber! Sehr schön. So. So, Treibstoff sollte ja auch bald erscheinen. Ja. Was braucht man hier? 180 Metall? Okay, er bringt ja immer noch Metall her. So ist es ja nicht. Das kann ich nicht irgendwie nur upgraden, oder? Das? Nee. Kann ich eigentlich... Der Komfort für alle Gebäude dieser Art. Machen wir doch mal. Dann hauen wir den ganzen Komfort noch rein. Was haben wir noch für Wohnungsgebäude? Haben wir noch in der kleinen alten Kuppel? Haben wir noch die Dinger, ne? So. Ja. Oh, da kann ja mal eine ganze Menge Polymer jetzt so drauf gehen. Oh ja. Da geht doch mal eine ganze Menge Polymer jetzt drauf. So, hier ist irgendein Drohnenhub sehr dolle beladen. Jedenfalls strapaziert. So, jetzt nicht mehr. So, jetzt ist das hier noch. Das braucht noch auf jeden Fall was.
So, zack, zack. Zack und zack. Sehr gut. Ein Gebäude mit Erschöpfen vorkommen. Abreißen. So, Beton produzieren wir auch gleich wieder in Massen. So, wie sieht's denn aus? 9 Kinder haben wir derzeit hier in der Kuppel. Und in der hier wird jetzt nicht ganz so viel. Nee. Okay, hier sieht auch wirklich wenig an Wohnungsdings, ne? Wir haben auch, glaube ich, nicht ganz so... Obwohl, doch, wir haben hier relativ viele Wohnplätze. Und verdammt viel Nahrung. Okay, der Komfort. Was ist hier los? Einkauf und Glücksspiel? Okay, der Komfort ist aber echt extrem hoch. Ich glaube, da kann sich auch gerade keiner beschweren, so richtig. Warte mal, kann ich nicht unsere 20 Drohnen eventuell hier ransetzen? Könnt ihr das ganze Beton hier rein? Nein. Jo. Sehr schön. So, hier ist einer arbeitslos. So, 8 nicht funktionierende Gebäude. Was fehlt denn hier? Der Lagerraum ist voll. Wir haben zu viel Nahrung. Lager, Lager, das. Hier müsste was repariert werden. Hier bräuchten wir mal Maschinenteile. Produzieren wir unten nicht auch noch genug Maschinenteile? Theoretisch. Haben wir doch. Okay, der bringt immer... Okay, es geht doch schon an das Lager. Ja, kann auch bleiben. Ich meine, hier ist immer noch Luft nach oben. Ja, kann auch lassen. So, wie siehst du aus? Treibstoff? Na, wenn ich mach mal die Nacht auch mal an. So... Kuppel, zack. Und zack. Könnte man auch noch mal eine Schule, weiß ich nicht. Ja, können wir auch noch mal reinhauen. Brauchen wir nicht. So, eine Weltraumbar. Ja. So, wir können auch gut und gerne nochmal eine Krankenstation hier reinknüppeln. Oder auch sogar zwei, um Arbeitsplätze zu schaffen. Fitness? Ja, bin ich auch dafür. Ein Casino auch meinetwegen. Eine Sicherheitsstation bin ich auch dafür. So, Lebensmittelgeschäft? Yep. Können wir auch zweimal machen. Ein Kunstladen, ja. Und ein Elektronikladen auch. So. Ja, könnt ihr immer wieder bauen. Die kleinen Limits. So, wie sieht denn unsere Forschung aus? Traumrealität, das nächste Wunder. Genau. So, machen wir von jedem Rohstoff echt nochmal
So, und einmal Treibstoff will ich noch machen. So. Ne? Haben wir hier auch nochmal ein richtig schönes Lager gemacht. Ich würde echt gerne die Kuppeln irgendwie miteinander verbinden, aber ich glaube, das geht nicht. Oder ich hätte das hier direkt, aber dann müsste ich hier den Stromanschluss vom... wohnt hier wer drinne? Einer. Ich möchte das gerne weg. Und hier möchte ich, dass der Stromanschluss so. Also auch wir strukturieren das ein kleines bisschen um. Warte mal, sobald das fertig ist, das Kabel jetzt. So, ne? Zack. So, dann mache ich hier auch nochmal einen Durchgang zu den ganzen Arbeitsplätzen. Hier kann sehr viel gewohnt werden und hier dürfen dann Arbeitsplätze entstehen. Gut, das haben wir. Ein Durchgang. Keine Kuppel? Aha. Ach so. Na gut. Also machen wir so. Intelligentes Haus können wir machen. Und hier passt noch eins rein, ne? Oder jetzt hätte jetzt aber auch ein Apartment reingepasst. Ah, nee. Okay. Ah, ja. Okay, habe ich verstanden, warum das jetzt da nicht passt. Gut, dann können Sie das bauen. Dann ist die Kuppel hier gleich doppelt verbunden mit allem. Hier können wir auch meinetwegen auch mal Nachtschichten aktivieren. Haben wir jetzt alle, ja. Gut. So, wie sieht das aus? Ist auch gleich fertig. Oh, cool, in der nächsten Folge schon wieder. Bist du auch schon wieder ohne Rohstoffe, was? Okay. Du funktionierst auch nicht, weil Leute fehlen. Okay, ich kann ja mal kurz Wohnplätze 11. Kinder 0. Kinder 0, dann kann ich das hier auch mal erlauben wieder. Neun freie Dings. Kinder erlauben. Hier sehe ich sowieso, ja. Hier habe ich aber immer noch keine freien Wohnplätze. Nee. So, Nahrung wird definitiv viel zu viel produziert eigentlich. Was? Zwei Arbeitslose? Echt? Und einer da oben? Okay. Im Beton gemeißelt. Oh, das ist ja sogar schon fertig! Yay! Der Beton... Nee, der Ausgräber heißt er. So, wie kriege ich jetzt hier Strom drin? Achso, nee, da muss ich ja hin. Ah, okay. Und für Beton, wie viel produziert denn jetzt? Er produziert jetzt 50, ne? Okay. Warte mal, dann mache ich hier nochmal das hier ein.
Okay, der kann auch aus- und abgeschlachtet werden. Fehlt immer noch Strom? Oder muss ich das Strom hier anschließen irgendwie? Oder das Strom? Funding received. Hä? Warum ist es hier ein Männchen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Erhaltene Geldmittel. Research complete. Forschung abgeschlossen, Traumrealität. Okay, das nächste große Teil. Das geht hier voran. So. So sieht er also aus. Ja, mega, oder? Cool. Den könnte man auch theoretisch upgraden. So, dafür bräuchte man nur Maschinenteile hier oben, ne? Hier haben wir hier noch. Wir haben eigentlich hier noch hier oben. Wir brauchen jetzt eigentlich nichts sagen. Was fehlt denn hier eigentlich? Beton! Ja. Das Thema hat sich gerade erledigt. Gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge wieder weiter. Warte mal, was ist das hier? Nahrungsmittel. Wir produzieren zu viel Nahrung. Oder wir verbrauchen nicht genug. Okay, in Nahrung brauche ich glaube nicht mehr weiter investieren erstmal. Nee, mache ich auch erstmal nicht. Mache ich mal wieder auf normal. So. So. Ne? Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, haut rein, Tschüssikowski, bis dahin. Tschüss.